Leute, ich bin's wieder, euer Dieter. Ich habe mir heute mal gedacht, ich wollte mal so einen kleinen Vergleich ziehen zwischen Magic's Music Maker in der freien Version und dem Musikprogramm LMMS. Was mir sofort aufgefallen ist, das kann ich auch gleich hier sagen, der Funktionsumfang ist in der freien Version bei Magic's Music Maker ein bisschen eingeschränkt. Leute, die dieses Programm benutzen, wissen das selber. Ich kann hier zwar hervorragend Musik mitmachen, mit Loops, die ich hier reinsetze. Ich kann auch mit Instrumente Sachen machen. Jetzt habe ich natürlich nur die freien Instrumente und man kann natürlich hier auch die kostenpflichtigen Instrumente noch da hinzunehmen. Ja. Ist natürlich eine kostspielige Sache. Wer das Geld zur Verfügung hat, der kann das auch gerne machen oder sollte das auch vielleicht tun, wenn er sich mit diesem Programm auch weiter auskennt. Ich kenne mich mit diesen Instrumenten leider noch nicht aus. Ich bin eher so ein Typ, der bisher nur mit Loops gearbeitet hat auf Magic's Music Maker. Denn das war für mich eigentlich am einfachsten, mit Loops zu arbeiten. Ich habe ja auch schon zwei Songs veröffentlicht bzw. auf YouTube bereitgestellt, den dritten Song im Anfang, das ist dieser, den ich jetzt hier gerade drauf habe. Den habe ich zum Teil mit oder eigentlich nur aus Sachen gemacht, die ich mir beim Musikradar geholt habe. Dort ist alles, jeder Sound, jeder Loop frei. Man kann zigtausend Loops kann man sich runterladen, Instrumente kann man sich runterladen. Da gibt es echt eine Menge, die man sich da holen kann. Und ich habe mir da so ein bisschen schon was geholt. Ich muss ja auch immer aufpassen, dass ich mir nicht zu viel runterlade, da ich momentan mit einer Beschränkung surfe. Das heißt, ich kann nur so und so viel Gigabyte versurfen und dann ist erstmal Feierabend, weil hier DSL, ich wohne auf dem Dorf und wir sind in einem weniger ausgebauten Gebiet. Die Bundesregierung sagt zwar immer, überall wird ausgebaut und hast du nicht gesehen, aber hier gibt die Leitung im Höchstfall 3000 her. Mehr gibt es hier nicht. Und deswegen ist die andere Alternative natürlich LTE. Ich schaue mich schon nach einer anderen Wohnung um. Ich hätte am liebsten eine, wo ich Kabel hätte. Ich würde auch Neuanschluss der Telekom mit Glasfaser würde ich auch gerne nehmen, weil da ist dann die Surfgeschwindigkeit doch ein bisschen höher. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin hier beim Musicmaker gerade drinne. Der Vorteil beim Musicmaker ist natürlich, dass ich hier die Loops, ich sage jetzt mal, ich nehme hier zum Beispiel Bongola. Dann kann ich mir den nehmen und ziehe den hier einfach rein. Ne? Und so habe ich dann hier zum Beispiel das Bongola drinne. Passt wahrscheinlich jetzt nicht zu meinem Sound, aber ich spiele es trotzdem einmal kurz ab, nur mal zu hören, was daraus hier jetzt wird. Okay, dieses Bongola ist jetzt natürlich untergegangen in den anderen Sachen, die ich da schon reingemixt habe. Ich arbeite immer noch an dem Song. Das Problem ist gerade, ich versuche auch in LMS so ein bisschen zurechtzufinden. Deswegen habe ich hier jetzt noch nicht dran gearbeitet, weil ich fand LMMS ganz interessant mit den ganzen Möglichkeiten. Das zeige ich euch gleich noch. Und ja, diesen Song, ich habe das ja schon mal auf YouTube, habe ich ja schon ein Video mit dem ganzen Anfang von diesem Lied. Ich möchte das auch weiterführen. Schließe das hier jetzt aber erstmal ab, weil dies ist jetzt eigentlich nur mal von mir so Magic's Music Maker VS LMMS, um zu sehen oder euch mal zu zeigen, was die Möglichkeiten sind in der freien Version.
Also ich rede hier von der freien Version, weil es gibt ja auch eine Version von Music Maker oder mehrere Versionen von Music Maker. Die könnt ihr euch kostenpflichtig erwerben. In der freien Version habt ihr leider nur 8 Spuren zur Verfügung. Ja, und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal LMMS. Und dann schauen wir einfach mal. So, hier habe ich jetzt einfach mal LMMS gestartet. Ich hole auch mal ein Projekt von mir da herein, wo ich schon mal dran gearbeitet habe. An diesem Projekt habe ich schon mal dran gearbeitet. Ich spiele euch das einfach mal vor, nur um mal soundtechnisch zu sehen, was ich bisher da drin zustande gebracht habe. LMMS ist natürlich nicht ganz so einfach. Man muss sich da ein bisschen erstmal reinfuchsen. Und ich habe halt versucht, mich da reinzufuchsen. Und ich spiele euch einfach mal das erste Lied oder das, was ich bisher gemacht habe auf LMMS. Dieses baut auf einem Tutorial aus oder beziehungsweise auch auf einem Video, wo erklärt wird, wo LMMS funktioniert. Daraufhin habe ich dieses kreiert und ein bisschen ausgebaut. Und ja, ich möchte es euch einfach mal vorspielen. Hört einfach mal rein. Four, three, two, one. Ja, an dieser Stelle stoppe ich das jetzt mal und zwar aus dem einfachen Grund. Ich möchte euch auch mal zeigen, was hier eigentlich noch so möglich ist. Man kann hier zum Beispiel jeden Song, jeden Sound mit einem FX-Prozess belegen, wo ich dann auch eine Effektkette reinmachen kann, also einen Effekt hinzufügen kann. Die Effekte, die man hinzufügen kann, sind schon sehr, sehr viel standardmäßig dabei. Ihr könnt das hier zum Beispiel sehen. Und hier könnt ihr den Sound so dermaßen verändern. Das ist einfach nur genial. Also ich habe ja eigentlich von Magic Music Maker geschwärmt, aber ich bin jetzt der Meinung, dass zum Beispiel LMMS mir in der Frei, weil es ja frei ist, ist ein Open Search Programm, viel mehr Möglichkeiten bietet. Also ich kann hier Sachen machen, die in Magic Music Maker einfach nicht für mich verfügbar sind oder in der freien Version nicht verfügbar sind. Und hier habe ich alles drinne und ich kann die Songs oder das, was ich mir runtergeladen habe, das habe ich einmal bei Magic Music Maker im Soundordner drinne und einmal hier bei LMMS im Ordner drinne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas aufmache, ich sage jetzt mal einfach hier Musikradar B-Boy Electric Samples, dann gehe ich da rein, dann sehe ich hier die Samples, einmal die Bonus-Samples, hier habe ich zum Beispiel Bonus-Beats, dann gehe ich da drauf und er lädt das. Ne? Und dann sind da Beats drinne. Oder andere Sachen. Also One. ich kann da so viel mitmachen, B-Boy. das ist einfach nur enorm. Und das ist ja nicht nur so, dass ich die ganzen Sounds easy reinmachen kann. Ich kann sie mir hier in den Bassline-Editor reinholen. Ich kann sie aber auch direkt in den Song-Editor reinholen. Soweit bin ich aber gerade noch nicht. Also ich, wie gesagt, ich übe noch an der ganzen Sache. Und ihr habt hier zum Beispiel in dem Beat und Bassline Editor könnt ihr entweder hier jetzt die Sounds reinbringen. Wird sich jetzt doof anhören, aber wir hören mal rein.
Ne, ihr habt das gehört, also da ist mein Overdrive-Piano noch mit drinne. Ich kann auch hier neue Bassline oder einen neuen Beat Bassline machen, dann kommt hier sofort automatisch die Spur dazu. Das heißt, ich habe unendlich viele Spuren, die ich benutzen kann. Hier bin ich halt nicht eingeschränkt. Bei Magic Music Maker bin ich eingeschränkt. Und von daher ist LMMS für mich gerade im Moment das bessere Programm. Also das ziehe ich gerade Music Maker vor. Und ich muss mich aber noch damit zurechtfinden. Wie gesagt, mir hat es keiner gezeigt. Ich habe mir ein paar Tutorials angeguckt, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, wie man damit umgehen kann und so weiter. Ich kann hier zum Beispiel jetzt irgendeinen Sound entweder so reinmachen. Oder ich gehe da drauf mit der rechten Maustaste im Piano-Roll und dann kann ich die Sounds quasi hier reinmachen, wie ich mir denke, dass ich sie hören möchte. Wird jetzt wahrscheinlich scheiße klingen, also nicht so toll, aber ich will euch das ja auch nur mal zeigen. Wobei, so schlecht hört sich das gar nicht an. Da könnte man einen Sound draus machen. So funktioniert LMMS. Ich kann das auch relativ easy mit der rechten Maustaste hier wieder alles löschen. Dann ist das hier auch nicht mehr vorhanden. Ich kann mir auch vorher die ganzen Spuren, die ich da drin habe, hier anhören. Ne, ihr hört das? Und hier gibt es also so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das waren jetzt die Samples, die ich hier benutzt habe. Hier gibt es auch Instrumente, Effekte, Drums, Beats. Und auf Musikradar könnt ihr euch noch zigtausend Sachen runterladen, wo man dann schöne Sachen mitgestalten kann. Dann gibt es hier auch noch die Presets, persönlichen Ordner. Und ja, der Computer. Also hier sind diese Instrumenten-Plugins, die auch relativ interessant sind. Wo es auch noch jede Menge gibt auf dem freien Markt, die ihr dort reinsetzen könnt. Und ja, ich fuchse mich einfach mal rein. Ich werde versuchen, mit LMMS mal einen Song zu kreieren. Wie gesagt, das ist jetzt der Anfang, den ich hier gestaltet habe. Ihr habt es ja eben schon mal gehört. Ich lasse es euch noch mal anhören. Wir hören noch mal kurz rein. Four, three, two, one. Ihr könnt auch in LMMS noch die Volumenparameter und so weiter könnt ihr dann auch während des Laufens noch einspielen, so dass ihr das dann in der Hörphase dann auch mitbekommt, ob der Sound jetzt zu laut drin ist, zu leise drin ist. Ihr könnt das hier verändern. Des Weiteren, wenn man jetzt zum Beispiel ich klicke jetzt einfach mal hier auf die Percussion. Dann habt ihr hier auch noch einen Audio-File-Prozessor, wo ihr ziemlich viel Sachen verändern könnt. Da arbeite ich gerade dran. Ich bin leider noch nicht so weit. Ich habe dieses Programm noch nicht lange und ich fuchse mich da gerade selber rein. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt gerade gestehen, ist für mich LMMS das bessere, frei verfügbare Programm. Weil das frei verfügbare vom Magic Music Maker hat, wie gesagt, nur 8 Spuren. Ich bin da beschränkt und hier bin ich nicht beschränkt. Ich kann hier jederzeit noch Beats und Bassline-Spuren hinzufügen. Die gehen auch ziemlich lang. Und ja, ich werde mich da einfach mal reinfuchsen und ich gebe LMMS auf jeden Fall mehr Punkte als Magic Music Maker.
warum das liegt auf der Hand. Und ja, ich werde mich da ein bisschen reinfuchsen. Werde demnächst auch wieder ein Einschätzungsvideo machen. Ich hatte im Moment leider nicht so viel Zeit dazu, um sowas zu machen, weil ich halt mit anderen Dingen auch noch beschäftigt bin. Ich mache ja nicht nur Videos, ich mache ja auch ziemlich viele Fotos. Ich bin ja auf Instagram auch mit Fotos unterwegs. Auf der Foto-Community bin ich mit Fotos unterwegs. Bei Guru Shots bin ich mit Foto unterwegs. Und ich muss auch zwischendurch mal irgendwo hinfahren und dort Fotos machen. Das ist halt meine Passion, wo ich auch sehr viel Interesse drin habe. Aber dadurch, dass ich auch ab und an mal ein bisschen Zeit habe, interessieren mich natürlich solche Programme auch, wo man Musik mitmachen kann. Und ich werde mich da auch auf jeden Fall noch weiter reinfuchsen und muss heute sagen, der Sieger ist auf jeden Fall LMMS. Ich werde dieses Programm wahrscheinlich bevorzugt jetzt verwenden, um irgendwas zu kreieren. Ich werde aber auch noch versuchen, auf Music Maker was zu machen, weil einige Fans auch mit Music Maker was machen, die mich halt dadurch auch abonniert haben. Und ja, die möchte ich natürlich auch nicht enttäuschen. Und deswegen werde ich da auch noch weiter was dran machen. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Das war jetzt einfach nur mal so spontan, um auch mal wieder ein schönes Video zu machen oder überhaupt ein Video zu machen. Und ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Folgen. Die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder ein Einschätzungsvideo sein. Ich habe mir da was zum Ziel gesetzt. Ich schreibe da auch gerade mein Skript für, weil diesmal werde ich ein Skript benutzen. Und das nicht einfach so frei Schnauze machen, so wie dieses hier zum Beispiel. Das habe ich ja frei Schnauze gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like, ein Kommi da. Und über ein Abo würde ich mich sowieso freuen. Deswegen, Leute, klickt auf meinen Button, abonniert mich. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Folgen. Bis dahin, euer Dieter. Macht's gut. Ciao.